shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch nochmal ein paar kleine Easter Eggs zeigen. Ich denke mal, die Leute, die Robin Rams kennen, die werden wahrscheinlich die meisten Easter Eggs schon kennen. Aber ich dachte mir, ich zeige die auch euch mal so in deutscher Version. So, den Kanal zu Robin Rams habe ich auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung reingehauen, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. So, was ihr für das erste Easter Egg braucht, ist auf jeden Fall mal so ein Gang Burrito, den könnt ihr euch mal in Chrom lackieren. Anschließend fährt ihr mal hier an diese Stelle hin, weil da geht jetzt die ganze Easter Egg Tour mal los. Also ich möchte euch mehrere vorstellen und es ist sehr interessant, was es dort gibt. Weil meine Vermutung ist, dass Rockstar die Easter Eggs nachträglich einbaut. Dass die erstmal so die ganze Karte erstellen und dann gegen Ende dann noch die ganzen Easter Eggs hinzufügen, weil das bestätigt nachher meine Theorie, was ich euch nachher noch so alles zeige. So, jetzt fahren wir erstmal hier hin, dass dort Albert Einstein dran ist, das muss ich euch glaube nicht sagen. Ich denke mal, die meisten kennen den schon oder das Bild. Und wenn ihr das, die Kamera so dreht, dass der Mund weggeht, also dass der verschwindet so, dann ist glaube jedem einleuchtend, dass das Albert Einstein sein möchte. Aber um das Easter Egg geht es gar nicht, ich denke mal, die meisten kennen es von euch schon, sondern ich möchte was mit dem Chrom-Bus hier euch etwas ganz Spezielles zeigen, was halt ihr nur sehen könnt, wenn ihr so ein Fahrzeug in Chrom habt. So, jetzt packe ich mal ein bisschen weiter vorne und steige jetzt gleich mal aus und zeige euch das mal. Und zwar, es geht bei diesem Easter Egg hier um diesen Regenbogen. Also ihr seht ja schon, dass oben die Filmrolle ist, das, wo den Regenbogen dann irgendwann mal abschneidet. Und wenn ihr aber so einen Chrom-Bus habt. Und wenn ihr dann in den Bus reinschaut, seht ihr, dass der Regenbogen über der Filmrolle ist. Also ihr könnt noch irgendwelche Texturen in der Filmrolle erkennen, was ich jetzt nicht erkenne. Oder nichts erkennen kann, aber den Regenbogen, den sieht man ganz, ganz deutlich, dass der über der Filmrolle ist, quasi in den Kopf von Albert Einstein rein. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Vielleicht ist es der Weg zu dem Jetpack. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall, ich finde es halt richtig geil, dass Rockstar das eingebaut hat, dass man das wirklich nur sieht, wenn man wirklich so einen Chrom-Bus hat. Dass da wirklich der Regenbogen weitergeht, was ich extrem geil finde. Und an der Stelle gibt es noch etwas weiteres Interessantes. Dazu müssen wir einfach nur den Wagen ein bisschen umparken, damit man es richtig sieht. Und was das auf sich hat, da keine Ahnung, warum das so ist. Boah, ich denke mal nicht, dass da irgendwo ein großes Geheimnis drunter ist, dahinter steckt. Aber es ist halt so. Also wenn ihr seht, der Albert Einstein hat daneben noch das Zeichen von Los Santos, also das komische Emblem von der Stadt. Und wenn ihr euch aber umdreht, da seht ihr das gar nicht. Also da seht ihr nur irgendwie die Fliesen, die zum Teil so abgeblättert sind und dann noch irgendwelche alten Reklameblätter, die da abgeflogen sind. Aber hier im Chrom-Bus seht ihr ganz eindeutig, nochmal das Zeichen von Los Santos. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich denke mal, das hat keine größere Bedeutung in dem Spiel. Aber was sehr interessant ist, dass dieses Zeichen, wo dort ist, einfach ein paar Meter weiter um die Ecke wirklich angezeigt wird. Ich denke mal, das wird vielleicht ein Spielfehler sein oder so. Wird wahrscheinlich ein Spielfehler sein. Und da seht ihr es schon. Ja. Aber kümmern wir uns jetzt nicht so weit darum, sondern gehen wir einfach mal zum nächsten Easter Egg. So, kommen wir nun zum nächsten Easter Egg. Und zwar begeben wir uns mal zum Observatorium. Da vermuten ja viele, dass dort auch das Jetpack drin ist, weil es so ähnlich aufgebaut ist wie die Karte auf Mount Chiliad. Und deswegen bin ich jetzt mal hierher gegangen. Leider hat mir mein Gang Burrito und Chrom hier nicht mehr irgendwie ausgereicht, um das wirklich deutlich zu zeigen. Deswegen musste ich leider am PC weiter aufnehmen, um dort einen kleinen Chrom-Bus zu modden oder beziehungsweise die Farbe von dem Mule zu ändern auf Chrom, damit man das wirklich deutlich sieht und da ist auch die Grafik ein bisschen besser, dass ich es dort richtig gut zeigen kann. So, kommen wir aber jetzt gleich mal, hier unten treffen wir uns gleich wieder an der Stelle. So, ich habe mir jetzt mal so einen Chrom-Truck oder so einen Chrom-Mule organisiert und ihr seht ja schon, wie geil sich das spiegelt und wie heftig geil das einfach nur aussieht. Und als allererstes betrachten wir mal hier vorne das Monument vor dem Observatorium. Aber darum sollte es gar nicht gehen, ich möchte es euch nur ganz kurz zeigen. Und zwar, wie ihr seht, ist unter dem Observatorium einfach nur Luft. Ich denke mal, das wird ein kleiner Programmierfehler sein. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es mal gesehen zu haben, dass das Ding eigentlich in der Luft schwebt, wenn man sich so einen Chrom-Truck mal organisiert. Finde ich sehr geil, aber darum soll es nicht gehen und ich denke, das hat auch keinen größeren Hintergrund, das Ganze. Schauen wir uns am besten jetzt einfach mal die Tür vor dem Observatorium an, weil das finde ich doch relativ interessant. So, gehen wir jetzt mal zu der Türe vom Observatorium und schauen uns das Ganze mal im Mole an. Und da seht ihr schon, dass da so ein kleiner Spalt zwischen den Türen ist, was vielleicht
die Vermutung naheliegt, dass die Tür irgendwann mal geöffnet werden könnte und da drin irgendwas sich abspielen wird. Aber programmiert ist auf jeden Fall noch nichts da drin. Ich habe nachgeschaut, aber ich finde es interessant, dass man hier überhaupt gar nichts sieht. Und wenn man das in Mole anschaut, dass da wirklich so ein Spalt ist, wo man durchschauen kann. Finde ich sehr geil. Es könnte natürlich sein, dass da irgendwann noch früher oder später, vielleicht in der Story oder im Online-Modus, wahrscheinlich nicht, sich da irgendwas ja noch abspielen wird. Auch die Farbe von der Türe ist anders. Finde ich sehr interessant. Kann man mal hinschauen und sich das Ganze mal anschauen. So, jetzt gehen wir mal einfach weiter mit dem Mule und gucken, was es sonst noch so in Los Santos gibt, was vielleicht interessant wäre. Gehen wir also mal zu dem heiß diskutierten T01 und T02 in dem Tunnel in der Nähe vom Mount Chiliad hin und gucken, ob da irgendwas sichtbar ist. Und wie schon vermutet, dort ist nichts Interessantes zu erkennen. Ich denke mal auch nicht, dass da irgendwie in der nächsten Zeit noch irgendwas Interessantes kommen könnte. Aber wie ihr seht, auch dort ist nichts Besonderes zu erkennen, außer dass halt die Zahl T01 und T02 im Bus nicht erkennbar ist. Gehen wir also mal zu einem interessanteren Ort, und zwar da bestätigt so ein bisschen meine Vermutung, dass die ganzen Easter Eggs nachträglich ins Spiel gekommen sind, weil man viele Texturen schon in dem Chromtrack sieht, vielleicht zwar manchmal in schlechter Qualität oder so, aber man sieht die meisten Texturen und ihr seht ja schon im Hintergrund die ganzen bunten Malereien, die waren wahrscheinlich schon von Anfang an im Spiel und auch manche Reklametafeln sieht man ja schon, aber bei manchen Sachen, die sind einfach in dem Truck nicht zu erkennen und deswegen glaube ich, dass es einfach nachträglich ins Spiel gekommen ist. Das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich komplett falsch mit meiner Vermutung liege. Aber da ist jetzt auch erstmal nichts Interessantes zu erkennen, außer vielleicht das Auto da hinten. Man sieht es jetzt hier zwar und auch dort sieht man es relativ gut, wo das UFO drauf ist, aber es verschwindet auch ab und zu mal. Wie ihr seht, so zack, weg. Und wenn ich die Kamera ein bisschen drehe, ist wieder da. Ich denke mal, das wird einfach nur ein kleiner Spielfehler sein. Denkt mal, so interessant ist es auch nicht. Aber das ist auch nicht das, was ich euch jetzt unbedingt zeigen möchte. Das ist mir nur nebenher ein bisschen aufgefallen. Und zwar, mir geht es hier um diese Säule hier. Die ist nämlich komplett in dem Truck nicht sichtbar. Also alles andere drumherum sieht man relativ gut. Aber gerade diese Säule, wo wirklich so, ja, phänomenal wichtig ist, dazu kommen wir jetzt auch gleich später nochmal, die ist im Truck nicht zu erkennen. Und da ist so ein komisches Loch. Ich denke mal, auch der Reifenstapel da hinten, das wird der graue Haufen da sein, der wurde schon angezeichnet oder programmiert oder wie auch immer, aber die komplette Säule sieht man nicht. Und wenn man jetzt mal die Säule genauer betrachtet, ist auch alles erstmal spiegelverkehrt und ja, da haben irgendwelche Aliens sexuellen Spaß, sage ich jetzt mal. Und ganz oben ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, da ist ein roter Pfeil und der sieht extrem auffällig aus. Und wenn wir jetzt mal einfach mal auf der Karte schauen, wo zeigt denn der Pfeil überhaupt hin? Und wenn ich das mal auf der Karte hier mal anschaue, der zeigt in diese Richtung. Also in die Richtung, wo die Altruisten ihr Lager haben. Und ich denke mal, es wird so ein kleiner Hinweis sein, dass dort vielleicht irgendwas sein könnte, was von größerer Bedeutung wäre als hier dieses Hippie-Lager. Aber gehen wir am besten gleich mal hin und schauen mal, was es dort zu sehen gibt. So, ich bin jetzt hier im Altruistenlager angekommen. Das hat auf jeden Fall was mit dem Mount Chiliad Mystery zu tun, weil hier sind extrem viele Zeichen von der Karte von Mount Chiliad zu erkennen, was mit dem Jetpack oder mit dem großen Easter Egg von Mount Chiliad zu tun haben. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein wichtiger Punkt sein für die Lösung von dem ganzen Rätsel. Und deswegen bin ich auch mit dem Chromtrack mal hierher gegangen, um mir das Ganze mal mit dem Chromtrack auch anzuschauen, um vielleicht noch irgendetwas anderes Neues herauszufinden. Aber wenn ich jetzt in den Chromtrack reinschaue, dort ist wirklich gar nichts zu erkennen. Die ganzen Zeichen fehlen dort, was ich sehr schade finde. Und irgendwas Neues konnte ich jetzt auch nicht entdecken. Und deswegen glaube ich halt auch, weil das größte Easter Egg überhaupt in GTA 5 ist, glaube ich einfach, dass sie das auch nachträglich ins Spiel gemacht haben. Sonst wäre das wahrscheinlich davor schon im Chromtrack vielleicht zu erkennen, so wie manche andere Sachen, die da schon programmiert worden sind. Aber leider konnte ich euch nichts Neues zeigen, außer dass halt die ganzen Texturen fehlen. Schade eigentlich, weil ich habe mir das Lager echt angeguckt, habe mir fast jedes Haus einmal betrachtet, aber ich konnte nichts erkennen, was irgendwie zur Lösung geführt hat. Schade eigentlich. Aber trotzdem interessant, das Ganze mal mit dem Chromtrack anzuschauen. Und ja, es ist doch immer geil, wenn man doch irgendwas Neues finden würde. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch diese Location zeigen, die ist auch sehr interessant und die befindet sich genau am Maze Tower. Für die Leute, die nicht wissen, wo der Maze Tower ist, zeige ich es euch gerade nochmal auf der Karte. Und zwar genau hier an dem Brunnen. Und wenn ihr dort mal hingeht, seht ihr auch schon so rote Linien. Die sehen ähnlich aus wie die Linien auf der komischen Mount Chiliad-Karte. Die blende ich euch jetzt gerade mal ein. Aber ich habe da mal ein bisschen geschaut. Es kommen jetzt keine Linien irgendwie so vor wie auf der Karte. Also sie sehen
sehr ähnlich aus, aber hat jetzt nichts mit der Karte zu tun. Und wenn ich da mit dem Chromtrag mal hinfahre, dann sind die auch unsichtbar. Was aber interessant ist, was viele vermuten, weil da oben so ein Zickzack ist und das auch das Symbol von der Lebensblume sein soll, oder vermuten viele, dass das Ei auf der Karte sein soll. Und da dachte ich mir, okay, dann fahre ich da mal mit dem Chromtrag hin und schaue mir das Ganze nochmal von der Perspektive aus an. Und wie ihr seht, die Linie, die wird angezeigt und alles andere ist unsichtbar. Also von dem her könnte es natürlich sein, dass es irgendwie zusammenhängt, aber meine Vermutung ist eher nicht, dass es irgendwie zusammenhängt. So, und was mir aber dann noch aufgefallen ist, wenn ihr jetzt mal hier an die Wand schaut, dass da noch irgendwas Komisches noch mit drin ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist, was es zu heißen soll oder bedeuten soll, ob das jetzt ein Programmierfehler ist oder ob das gewollt so eingefügt worden ist. Ich kann es auch wirklich überhaupt gar nicht erkennen. Schaut es euch am besten jetzt mal selber an. Ihr könnt ja theoretisch da auch mal selber hinfahren mit irgendeinem Chrom-Fahrzeug. Oder gerade für die PS3-Modder oder so, ist ja auch gar kein Problem. So, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das wohl sein könnte. Und ich bin an der Stelle jetzt mal raus. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.